Unsere Welt ist faszinierend schön und voller erstaunlicher Naturphänomene. Ich bin unterwegs, um die Geheimnisse, die dahinter stecken, zu erkunden. Es gibt Wellen, die nehmen ganz bizarre Formen an. Hier. Und andere, die türmen sich plötzlich zu Monsterwellen auf. Und es gibt Tropfsteine, die wachsen nicht nach oben oder nach unten, sondern ganz wild in alle möglichen Richtungen. So als gäbe es überhaupt keine Schwerkraft. Und es gibt Tiere, die mit jedem Lebensjahr größer, stärker und potenter werden. So als würden sie überhaupt nicht altern. Wie kann das sein? Das habe ich mir genauer angeschaut. Das erste Rätsel führt mich nach Portugal. Rund 120 Kilometer nördlich von Lissabon liegt das Örtchen Nazaré. Hier türmen sich in der kalten Jahreszeit die wohl höchsten Wellen der Welt auf. Monsterbrecher. Bis zu 30 Meter hoch. Warum entstehen diese gigantischen Wasserberge gerade hier, nur an diesem kleinen Küstenabschnitt? Vor gut 10 Jahren haben Big Wave Surfer die Riesenwellen für sich entdeckt. Gerade erst wurde in Nazaré ein neuer Weltrekord aufgestellt. Noch ist hier kein Profisurfer umgekommen. Es ist aber ein extrem gefährlicher Sport. Die Brecher können die Wellenreiter regelrecht zerschmettern und meterweit in die Tiefe ziehen. Die Portugiesin Joana Andrade ist eine der wenigen Surferinnen, die sich in diese Monsterwellen wagen. Mit ihr bin ich heute an dem berühmten Strand von Nazaré verabredet. Die Riesenwellen entstehen hier vor allem zwischen Oktober und März. Und auch dann nur unregelmäßig. So, this is a very calm day, isn't it? Yeah, it's true. No, not too much waves, but yeah, it's summer. Yeah, bad for you, good for me. With all these dangers, why do you do it? I don't know, it's a mix of a lot of feelings in the same time. But most of the time it's like adrenaline. And you're going to feel this in the water. So let's get a taste of it, huh? Have I ever told you that I haven't been on a surfboard before? It's my first time. It's always the first time for everything, my friend. You will have a lot to laugh about. Mal sehen, ob ich es schaffe, kurz auf dem Board zu stehen oder vielleicht sogar eine Welle zu reiten. Laut Joana soll ich mich, wenn die Welle kommt, in Richtung Strand drehen, paddeln und sobald ich von hinten den Schub der Welle spüre, einfach aufs Brett springen. Joana amüsiert sich. Wellen lesen, locker bleiben, im richtigen Moment Körperspannung und Gleichgewicht finden. Es hört sich eigentlich simpel an. Ist aber anspruchsvoller, als ich dachte. Und leider bin ich völlig talentfrei. Wirklich schwierig, da die Balance zu halten. Sieht ruhig aus, ist aber dann doch, als würde man ein wildes Pferd reiten. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Diese Wellen sind vielleicht einen halben Meter hoch. Aber wenn es hier in Nazaré richtig zur Sache geht und die Profis da draußen sind, dann sind die Wellen 20, 30 Meter hoch. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man das surfen kann. Das ist wirklich unvorstellbar. Mit bis zu 80 Stundenkilometern rasen Profisurfer Wellen hinunter, die aus 500.000 Tonnen Wasser bestehen können. Einfach in die Riesenbrecher paddeln geht nicht. Jeder Surfgang bedarf einer genauen Planung und Absprache. Jetski-Fahrer ziehen die Surfer zu den idealen Surfspots. Und bei Stürzen auch wieder heraus. Die Profis haben ihre eigenen Ärzte dabei. Dennoch kann jeder Fahrfehler, ob auf dem Brett oder auf dem Jetski, im Desaster enden.
Riesenwellen kennen kein Erbarmen. Große Wellen gibt es aber natürlich nicht nur hier. Große Wellen gibt es auch an anderen Orten auf der Welt, auch draußen auf der See. Richtige Monsterwellen sogar. Seit Jahrhunderten berichten Seeleute immer wieder von gigantischen Wellen, die zahllose Schiffe verschlungen haben sollen. Wissenschaftler hielten das lange für Seemannsgarn. Wellen auf offener See könnten nicht höher als 15 Meter werden. So war lange die Auffassung. Doch inzwischen haben Schiffe und Messbojen knapp 30 Meter hohe Kavenzmänner dokumentiert. Eine gefährliche Naturgewalt. Aber wie entsteht sie? Forscher haben eine Besonderheit beobachtet. Kurz vor dem Auftauchen einer Monsterwelle tritt regelmäßig ein bestimmtes Wetterphänomen auf. Ein Ring aus Wolken, offene Zelle genannt. Sie entsteht, wenn kalte Luft auf die See fällt und die wärmere Luft nach oben verdrängt wird. Die kalte Luft breitet sich als heftige Böe über das Meer aus. Der Wind füttert die Welle mit Energie und lässt sie wachsen. So können Monsterwellen entstehen, die auch modernsten Schiffen gefährlich werden können. Aber das erklärt nicht die gigantischen Wellen vor der portugiesischen Küste. Die Kavenzmänner draußen auf dem Ozean entstehen aus ganz anderen Gründen als die Riesenwellen hier vor Nazaré. Eine der Hauptursachen hier ist die Topographie, also die Form des Meeresbodens. Wenn man sich mal vorstellt, dass das hier die Küstenlinie ist, also der Strand, auf dem ich jetzt gerade sitze. Vor dieser Küste gibt es hier eine Tiefseeschlucht. Die ist 200 Kilometer lang und über 4 Kilometer tief. Und in dieser Schlucht bewegt sich das Wasser schneller als über dem flachen Meeresboden. Kurz vor der Küste verengt sich die Schlucht. Und das heißt, die Wellen werden hier nach oben rausgedrückt. Das ist einer der Gründe für die Supersurfwellen hier. Zur topografischen Besonderheit kommt die Dynamik unterschiedlicher Strömungen. Die Wellen, die durch das schnell fließende Wasser in der Schlucht entstehen, treffen auf langsamere Wellen, die sich im Flachwasser neben der Schlucht entwickeln. Hinzu kommt die Küstenströmung. Diese Naturkräfte vereinen sich und lassen die Riesenwellen entstehen. Und zwar genau hier und nur an dieser Stelle des Atlantiks. Vor allem in den Wintermonaten, wenn starker Wind auf offener See das Wasser Richtung Küste peitscht. Das Biest, wie Einheimische und Surfer dieses Phänomen ehrfürchtig nennen. Ungewöhnliche Wellenbewegungen entstehen auch an anderen Orten der Welt. In Buchten oder sogar in Flüssen. Bei manchen fließt das Wasser plötzlich flussaufwärts. Also quasi in die falsche Richtung. Zum Beispiel beim Petitcodiac River in Kanada. Dieser mündet ins Meer, das einen besonders hohen Tidenhub hat. Bei Flut wird das Wasser in den Flusslauf hineingedrückt. Beim chinesischen Tiantang-Fluss wirkt dieses Phänomen so extrem wie nirgends sonst auf der Welt. Was die Einheimischen den silbernen Drachen nennen, ist ebenfalls eine sogenannte Gezeitenwelle. Auch hier schiebt der Tidenhub das Wasser aus der breiten Meeresbucht in das enge und flache Flussbett, wenn der Unterschied zwischen Ebbe und Flut besonders groß ist. Manchmal verblüffen Wellen durch ihre außergewöhnliche Form, etwa wenn sie wie ein Schachbrett aussehen. Die quadratischen Wellen entstehen, wenn zwei unterschiedliche Wellenarten aufeinandertreffen. Beispielsweise, wenn der Wind dreht oder Wellen auf Hindernisse treffen und dadurch ihre Richtung ändern. Auf hoher See können diese sogenannten Kreuzwellen sogar die Manövrierbarkeit von Schiffen beeinträchtigen. An der Nordsee in St. Peter-Ording ist eine Naturgewalt, die für Wellenphänomene eine wichtige Rolle spielt, besonders gut spürbar. Der Wind. Hier am 12 Kilometer langen Strand bläst er so beständig, dass man ihn hervorragend zum Strandsegeln nutzen kann. Und vor allem gibt es hier auch genügend Platz. Wir Menschen nutzen den Wind schon seit Jahrtausenden, um damit Fahrzeuge anzutreiben.
Hier bei uns an der Nordseeküste in St. Peter-Ording sind heute ungefähr 4 Windstärken, also ich schätze mal so 25 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit. Aber das Tolle, mit so einem Strandsegler kann ich viel schneller fahren. Wenn ich es wirklich drauf hätte, sogar 3-mal so schnell. Aber wie kann es eigentlich sein, dass man schneller wird als der Wind? Naja, das liegt daran, dass man ja nicht nur mit dem wahren Wind segelt, also dem Wind, der über den Boden pustet. Sobald man sich bewegt, gibt es ja auch den Fahrtwind. Und je schneller man wird, desto stärker wird natürlich der Fahrtwind, der mal genau von vorne kommt. Und die Verbindung von wahrem Wind und Fahrtwind, die ergibt den sogenannten scheinbaren Wind. Und mit dem kann man eben so schnell werden. Da wirkt ja dann auch, wenn ich es mal rüberdrücke, sieht man das, der Tragflächeneffekt. Also der Wind, der hier auf der Lee-Seite vorbeizieht, der muss ja einen längeren Weg zurücklegen als der Wind da drinnen auf der Luftseite. Dadurch entsteht ein Unterdruck. Beim Flugzeug führt das dazu, dass das Flugzeug nach oben gehoben wird. Aber hier steht die Tragfläche ja sozusagen senkrecht. Und deshalb geht es ab nach vorne. Schneller als der Wind. Der Auftrieb des Windes lässt auch Riesendrachen in der Luft schweben. Man muss sie fest am Strand verankern. Bei Windstärke 4, wie heute, können die großen Exemplare einen Zug von bis zu 500 Kilogramm entwickeln. Also meistens ist der Wind ja ziemlich nett zu uns. Er treibt die Windräder an, mit denen wir Strom erzeugen. Er bläst über das Meer und treibt unsere Segelschiffe voran. Und mit seiner Hilfe kann ich so einen 30 Meter Flugoktopus in der Luft halten. Einfach nur so zum Spaß. Aber das ist natürlich nur die eine Seite des Windes. Da ist ja auch noch die andere Seite dieser Urgewalt. Und die ist dunkel, zerstörerisch, katastrophal. Vor dieser Seite des Windes haben die Menschen sich schon immer gefürchtet. Tornados etwa erreichen Windgeschwindigkeiten von über 500 Kilometern pro Stunde und hinterlassen immer wieder Schneisen der Verwüstung. In Homers antikem Epos Odyssee kämpft der Held mit der unberechenbaren Kraft des Windes. Bei seiner Irrfahrt landet Odysseus auf der Insel von Aiolos, dem Gott der Winde. Aiolos hilft den Seefahrern und packt alle gefährlichen Winde in einen Schlauch. Bis auf den Westwind. Der soll das Schiff sicher zurück in die Heimat treiben. Doch Odysseus' Männer vermuten in dem Schlauch einen Schatz. Als sie ihn heimlich öffnen, lassen sie die eingesperrten Winde frei. Ein heftiger Sturm treibt sie über das offene Meer wieder zurück zur Insel des Aiolos. Odysseus bittet erneut um günstige Winde. Doch der Gott verweigert ihm jede weitere Hilfe. Die Irrfahrt geht weiter und Odysseus muss noch viele Abenteuer bestehen. Urgewalten regen zu fantastischen Geschichten an. Dabei ist der Wind nichts anderes als bewegte Luft. Hier über dem Land erwärmt sich die Luft schneller als draußen über dem Meer. Und warme Luft steigt nach oben. Das heißt, da entsteht ein gewisser Unterdruck, ein Tiefdruckgebiet. Und um das auszugleichen, strömt dann Luft von den Seiten dahin. Auf dem Meer draußen passiert genau das Gegenteil. Wasser kühlt ja, also kühlt sich auch die Luft darüber ab und sinkt und drückt nach unten. Es entsteht ein Hochdruckgebiet und die Luft strömt auf der Oberfläche zu den Seiten ab. Je stärker die Temperaturunterschiede, desto stärker ist auch diese Luftbewegung. Im Grunde ist Wind also nichts anderes als der permanente Versuch der Atmosphäre, Unterschiede auszugleichen. Vor der Erfindung der Dampf- und Motorschiffe war es der Wind, der es den Menschen ermöglichte, die Welt zu entdecken. Mit Segelschiffen zogen sie über die Ozeane, um fremde Länder zu erobern, aber auch, um die Natur und ihre Geheimnisse besser zu verstehen. Eines dieser Expeditionsschiffe war die HMS Beagle mit dem Naturforscher Charles Darwin an Bord. 1832 macht der Wissenschaftler rund 100 Kilometer vor der Küste Argentiniens eine merkwürdige Entdeckung. Die Takelage ist plötzlich mit Spinnweben überzogen. Tausende Spinnen krabbeln an Bord.
Charles Darwin steht vor einem Rätsel. Wie sind sie dorthin gekommen? Mitten auf hoher See? Dann staunt Darwin erneut. Die flügellosen Tiere heben plötzlich ab. Und das trotz Flaute. Für Spinnenphobiker eine Horrorvorstellung. Die Tiere, die ihnen schon krabbelnd Angst einjagen, sollen auch noch fliegen können. Tatsächlich sind manche Spinnenarten dazu in der Lage. Diese erstaunliche Fähigkeit nennt sich Ballooning. Krabben- und Baldachinspinnen zum Beispiel heben regelmäßig ab. Forscher haben herausgefunden, zunächst stellen sie ein Bein nach vorne. So können sie die Windgeschwindigkeit erspüren. Bei leichter Brise sondern die Spinnen meterlange Fäden ab. Vom Wind erfasst, wird das Tier davongetragen. So lässt sich erklären, wie die Spinnen auf das Forschungsschiff Beagle gelangen konnten. Doch dort sind sie ja laut Darwin bei Windstille wieder abgehoben. 2018 haben englische Forscher dafür eine mögliche Erklärung gefunden. Sie hat mit dem elektrischen Feld der Erde zu tun. Manche Spinnen spüren über Sinneshaare diese elektrische Anziehungskraft. Ist die Spannung groß genug, schießen sie ihre ultraleichten Spinnfäden ab. Die werden von den elektrostatischen Kräften in der Luft gehalten. Etwa so wie menschliche Haare, die sich aufrichten, wenn sie elektrostatisch aufgeladen sind. Schon leichte Aufwinde können die Spinnen dann hunderte Kilometer weit transportieren. Wie man ohne Flügel vortrefflich fliegen kann, zeigen auch diese nordamerikanischen Gleithörnchen. Wenn sie abheben, überbrücken sie mitunter über 50 Meter in der Luft. Sie breiten nach dem Absprung ihre Flughäute aus, eine Art natürlicher Wingsuit. Den Schwanz nutzen sie als Steuerruder und zum Abbremsen. So können sie Fressfeinden einfach davonfliegen. Auf der Flucht vor Feinden heben auch fliegende Fische ab. Mit ihrer einzigartigen Schwanzflosse katapultieren sie sich aus dem Wasser. Dann spreizen sie ihre flügelartigen Brustflossen. Je nach Windstärke können sie so mit über 50 Kilometern pro Stunde durch die Luft segeln. Ein Tier, das in den tropischen Regenwäldern Asiens beheimatet ist, kann auch ohne flügelartige Körperteile erstaunliche Strecken in der Luft zurücklegen. Die Schmuckbaumnatter. Bei ihren Sprüngen von Baum zu Baum gleitet sie bis zu 20 Meter durch die Luft. Sie spreizt dafür die Rippen nach außen, sodass sich ihr Körper verbreitert. Mit S-förmigen Schlängelbewegungen stabilisiert sie ihren Flug. Einzigartig in der Tierwelt. Die Evolution hat verblüffende Flugeigenschaften in Fauna und Flora hervorgebracht. Die Java-Gurke lässt ihren Samen wie Piloten in einem Gleitflieger sitzen. Der Samen der Stromante gleicht Propellern. Diese Flugeigenschaften sind gut erklärbar. Ein anderes Flugphänomen in der Pflanzenwelt hat Wissenschaftler allerdings lange vor Rätsel gestellt. Ein kleiner Löwenzahn. Er hat das gleiche Problem wie die meisten anderen Pflanzen auch. Er ist festgewachsen. Und deshalb ist es mit dem Ausbreiten natürlich ein Problem. Aber immerhin seine Samen sind ja beweglich. Die können im Fall vom Löwenzahn sogar fliegen. Die meisten Samen, die von so einer Pusteblume vom Wind hochgehoben werden, die landen im Umkreis von einem Meter rund um die Mutterpflanze. Aber ein paar wenige schaffen es weiter, viel weiter, einige sogar mehrere Kilometer weit. Und das ist doch ziemlich erstaunlich, wenn man sich die Form dieser Samen mal anguckt. Sie sehen aus wie unbespannte Regenschirme. Wieso können sie trotzdem so stabil fliegen? 2018 haben schottische Forscher herausgefunden,
Gerade der poröse Aufbau des Schirms ist verantwortlich für die Flugstabilität. Weil die Luft nicht nur um den Schirm herum, sondern auch durch ihn hindurchströmt, bilden sich während des Flugs ringförmige Luftwirbel. Diese Wirbelringe ziehen den Schirm in die Höhe und sorgen dafür, dass die Samen außergewöhnlich weit fliegen. Tatsächlich zählt der Löwenzahn mit seiner Pusteblume zu den häufigsten Wildpflanzen Mitteleuropas. Bei der Samenausbreitung zeigt sich mal wieder, was für überraschende Methoden die Natur bereithält, damit Pflanzen sich bestmöglich verbreiten können. Manche Gewächse hat die Natur sogar mit Superkräften ausgestattet. Das Springkraut kann seine Samen meterweit schleudern. Dazu nutzt es die Energie winziger Federn. In den Früchten der Spritzgurke baut sich, sobald sie reif sind, ein Überdruck auf, der sich schlagartig entlädt. Die Früchte lösen sich von ihren Stielen und lassen ihre Samen mitunter über 10 Meter weit fliegen. Und andere Gewächse durchbrechen mit ihrer Kraft sogar Materialien, die täglich viele Tonnen tragen. Die Straßen sind schön glatt und die Radwege hier voller Löcher und solcher Wurzelschäden. Und wenn man da mit dem Rennrad rüberfährt, das ist echt gefährlich. Aber wie kann es eigentlich sein, dass die Wurzeln von so einem mittelgroßen Baum stark genug sind, um diesen harten Asphalt einfach aufzusprengen? Ist doch erstaunlich, oder? Immer wieder zeigt sich, dass Pflanzen stärker sind als menschengemachte Materialien. Sie brechen durch Straßen, Fundamente, Mauern. Wie lässt sich erklären, dass selbst kleine Pflanzen so stark sind? Diese natürliche Kraft wirkt an ganz, ganz vielen Stellen in der Natur. Okay, sie ist jetzt nicht besonders schnell, aber erstaunlich stark. Und wie das funktioniert, das kann man zu Hause selbst ausprobieren. Hier, einfach mal getrocknete Erbsen rein ins Glas. So, müsste reichen. Wasser drauf. Und ein Stein, vielleicht ein Kilo schwer. Und los geht's. Dauert zwar ein bisschen, ist aber ziemlich eindrucksvoll. Ich lasse die Erbsen jetzt mal in Ruhe. Nach ein paar Stunden schaue ich mir das Ergebnis genauer an. Klar zu sehen. Die Erbsen sind aufgequollen und haben den Stein angehoben. Das liegt daran, dass das hier natürlich organisches Material ist, also aus Zellen besteht. Und in den Zellen, da sind zum Beispiel Zucker und Salz drin. Und Zucker und Salz ziehen Wasser an. Das Wasser kommt in die Zellen durch die Zellmembran. Die lässt das zwar rein in die Zelle, aber nicht wieder raus. Und dadurch steigt in jeder einzelnen Zelle dann der Druck. Das ist der sogenannte osmotische Druck. Und der ist dafür verantwortlich, dass das alles aufquillt. Das ist zwar eine sehr langsame Kraft, dieser osmotische Druck, aber auch eine sehr starke. Stark genug, um Steine und Asphalt zu durchbrechen. Die Kraft von Pflanzen zeigt sich besonders eindrucksvoll in Kambodscha. An den Ruinen der historischen Tempelanlagen Angkor Wat ziehen sich gigantische Wurzeln der Tetramelis-Bäume über die Gemäuer. Die Wurzeln sichern wie ein Holzanker den festen Stand der Bäume. Um zu überleben, geht die Banyanfeige mit ihren Wurzeln besondere Wege. Sie wachsen durch die Luft von oben nach unten.
Die Samen des Banyan gelangen zum Beispiel über Vogelkot in die Kronen anderer Bäume. Die Wurzeln nehmen die Feuchtigkeit der Luft auf und wachsen nach unten. Am Boden angekommen, gelangen sie an zusätzliche Nährstoffe und dehnen sich immer weiter aus. Wirtsbäume sterben, Gebäude werden eingenommen. Ein anderes rätselhaftes Wuchsphänomen führt mich in den Westerwald, in die Nähe von Breitscheid. In der weiten Landschaft vermutet man kaum, dass hier so mancher Bach in der Tiefe verschwindet und in eine geheimnisvolle, unterirdische Welt führt. Hier am Rande des Westerwalds gibt es eine wirklich faszinierende Höhle. Vor 30 Jahren entdeckt, ungefähr 13 Kilometer lang, aber man kennt noch gar nicht alles. Das Herbstlabyrinth. In der Nähe des Steinbruchs bei Breitscheid liegt der Eingang zum Höhlensystem. Forscher haben ihn zufällig während einer Winterwanderung entdeckt. Ein kleines Loch, das Tor in eine eindrucksvolle Unterwelt, die knapp 30 Meter unter der Oberfläche liegt. Die Höhle ist geprägt von unterschiedlichen Kammern und Gesteinsformationen, etwa außergewöhnliche Tropfsteine. Dass die Höhlenforschenden diese Kammer hier, die Spaghetteria genannt haben, naja, das erklärt sich ja von selbst. Und auch, wie solche Tropfsteine entstehen, ist schon ganz lange bekannt. Kurz gesagt, oben regnet es, das Wasser sickert durch den Boden und das Wasser enthält relativ viel CO2. Es ist also chemisch betrachtet so ein bisschen sauer. Saures Wasser löst Kalk aus dem Gestein. Und wenn so ein kalkgesättigter Tropfen dann hier an der Höhlendecke ankommt und die Umgebungsluft enthält ein bisschen weniger CO2, naja, dann fällt Kalk aus. Also es lagert sich, wenn der Tropfen hier runterläuft, in einer ganz dünnen Schicht da ab. Und so wächst ein Stalaktit im Laufe von vielen, vielen Jahren nach unten. Senkrecht, logisch, wegen der Schwerkraft. Und bei einem Stalagmiten passiert genau das Gleiche, nur umgekehrt von unten, da, wo der Tropfen landet. So weit, so logisch, oder? Aber wenn das so logisch ist, dann dürfte es sowas hier ja überhaupt nicht geben. Die Wissenschaft nennt diese überraschenden Wuchsformen Eccentrics, weil sie halt in alle Richtungen wachsen, diese Kristalle. Aber wie kann das denn eigentlich sein? Früher hielten die Arbeiter in den Bergwerken diese Gebilde für versteinerte Pflanzen. Doch es sind Tropfsteine, für deren Wuchs vor allem eine physikalische Besonderheit verantwortlich scheint. Das sind wahrscheinlich die Kapillarkräfte, so ähnlich wie in einem Baum. Da steigt das Wasser ja auch vom Boden hoch bis in den Wipfel, gegen die Schwerkraft. Und so ähnlich funktioniert das hier auch. Im wachsenden Eccentric bildet sich ein dünner Kanal, in dem, wie bei einem schmalen Strohhalm, die Flüssigkeit nach oben gezogen wird. Diese Kapillarkraft und die Oberflächenspannung der Wassertropfen sorgen gemeinsam dafür, dass das Wasser nicht sofort runterfällt. Das Kalzit im Wassertropfen kann sich also, je nach Temperatur und Luftzusammensetzung in der Höhle, minimal unterschiedlich absetzen. Und so auf exzentrisch schöne Art wachsen. Das zumindest ist die derzeit gängigste These der Forscher. Die Höhlen im Herbstlabyrinth sind bekannt für ihre besonders vielfältigen Eccentrics. Und auch für andere spektakuläre Versinterungen, also mineralische Ablagerungen. Damit so ein schöner Stalagnat, also ein von oben und unten zusammengewachsener Tropfstein, entstehen kann, braucht es Jahrhunderte, wahrscheinlich sogar Jahrtausende. Und zwar ungestörte Jahrtausende. Die Chemie in der Höhle muss die ganze Zeit halbwegs stabil gewesen sein. Schon kleinste Störungen können alles verändern. Wenn ich das Ding jetzt zum Beispiel mal anpacken würde, dann könnten die Hautfettreste, die Tenside von der Seife, die ich benutze, oder die Mikroorganismen von meiner Haut, die könnten das Wachstum dieses Tropfsteins erheblich stören. Und das zeigt, es dauert zwar eine Ewigkeit, bis so eine wunderbare Höhlenlandschaft entsteht, aber kaputt machen kann man sie super schnell. Aus diesem Grund sind nur Teile des Herbstlabyrinths für die Öffentlichkeit zugänglich. Auch nach rund 30 Jahren entdecken Wissenschaftler noch immer unbekannte Gänge und Höhlen.
Es ist wirklich unglaublich, aber das Leben findet immer einen Weg. Sogar in dieser Pfütze, in der ewigen Finsternis, hat sich Leben entwickelt. Hier diese kleinen stäbchenförmigen Dinger da direkt unter der Oberfläche, das sind Poolfinger, Bakterienkolonien, die hier überleben können. Die Forschung hofft, dass sie von den Kreaturen in der Tiefe jetzt mehr über das Geheimnis des Lebens an sich erfahren kann, eben weil sie so ungewöhnliche Wege gehen. Wie etwa gut 1700 Kilometer entfernt vom Herbstlabyrinth, in der Nähe der rumänischen Küstenstadt Mangalia. Bei Bohrarbeiten entdecken Geologen 1986 zufällig die mobile Höhle und in ihr außergewöhnliche Lebewesen. Die Atmosphäre in der Höhle ist toxisch. Wenig Sauerstoff, eine hohe Konzentration von Methangasen und Schwefel. Und doch überleben hier seltsame Geschöpfe. Sie haben sich über Jahrmillionen dem Reich der Dunkelheit angepasst, haben keine Farbpigmente oder sind blind. Die Forscher entdecken hier über 30 zuvor unbekannte Tierarten. Wie können sie mit so wenig Sauerstoff und Licht überleben? Der Schlüssel ist ein unterirdischer See. Auf dem Wasser schwimmt eine glibbrige Masse aus Bakterien, Pilzen und Würmern. Ein Biofilm, von dem alles Leben hier ausgeht. Die Mikroorganismen nutzen die chemische Energie, die bei der Umwandlung von Schwefelwasserstoff frei wird. Nahezu ohne Sauerstoff können sich Organismen so in der Höhle vermehren. Auch die unwirtlichen Untergrundwelten im Westerwald haben Tiere angezogen. Sogar richtig große Tiere. Forscher haben im weitverzweigten Höhlensystem Überreste von verschiedenen Säugetieren gefunden, die sich hier regelmäßig aufgehalten haben. Ein wahres Beinhaus. Alles voller Knochen hier. Ein Riesenhaufen. Und hier in der Adventhöhle ist das nicht nur an dieser einen Stelle so, sondern über eine Strecke von 150 Metern. Deshalb heißt das hier auch der Bärengang. Denn diese Knochen, die stammen wohl ganz überwiegend von Höhlenbären. Deshalb sind sie auch so riesig. Hier, dieser Beinknochen zum Beispiel. Ist ja kein Wunder. Höhlenbären waren nun mal sehr große Tiere. Bis zu 3,5 Meter groß und bis zu einer Tonne schwer. Die große Frage lautet natürlich, warum liegen hier so viele Knochen auf einem Haufen? Naja, die haben sich wahrscheinlich im Laufe von Jahrtausenden hier angesammelt. Und die Bären sind hier gerne reingekommen, um Winterschlaf zu halten. Und alle paar Jahre ist dann mal einer aus dem Winterschlaf nicht mehr aufgewacht, ist hier drin gestorben. Und so haben sich halt über diesen sehr, sehr langen Zeitraum auch so viele Knochen ansammeln können. Und die jüngsten sind so 20, 25.000 Jahre alt. Damals sind die Höhlenbären nämlich ausgestorben. Und über vielen wie hier, die so weiß sind, hat sich inzwischen schon eine Ablagerung gebildet. Die sind versintert. Sieht wirklich beeindruckend aus. So eine Höhlentour ist ganz schön anstrengend. Das spüre ich in allen Knochen, wie alt ich schon bin. Übrigens alt. Da gibt es ein paar ganz coole Apps. Die können berechnen, wie man vielleicht später mal aussieht. Selfie machen, ausführen, da. Mit sowas muss ich mal rechnen. Naja, der Traum von ewiger Jugend, der ist wahrscheinlich schon genauso alt wie die Menschheit selbst. Und ein Mythos taucht dabei in vielen Kulturen auf. Der vom Jungbrunnen. Im Mittelalter ist eine Geschichte über Alexander den Großen besonders populär. Nach dieser Überlieferung stößt der berühmte Feldherr vor 2000 Jahren in Indien auf einen kostbaren Brunnen. Bewacht von gefährlichen Tieren. Das Wasser darin soll dem Garten Eden entspringen und die Kraft haben, Menschen zu verjüngen. Wer darin untertaucht, wird wieder jung. Die älteren Gefolgsleute des Eroberers probieren es aus und verwandeln sich tatsächlich wieder in junge und gesunde Versionen ihrer selbst. Der Wunsch, eine Art Jungbrunnen zu entdecken, hält sich bis heute hartnäckig. Und manche Tiere, die im Wasser leben, befeuern die Fantasie der Forscher. Das Säugetier mit der höchsten Lebenserwartung ist vermutlich der Grönlandwal. Er kann bis zu 200 Jahre alt werden.
Ein wichtiger Grund für seine Langlebigkeit, so vermuten Forscher, ist sein langsamer Stoffwechsel. Der Axolotl, ein mexikanischer Schwanzlurch, fasziniert Altersforscher ganz besonders. Er kann abgetrennte Gliedmaßen, sogar Teile von Herz, Hirn und Wirbelsäule, einfach nachwachsen lassen. Beteiligt daran sind unter anderem sogenannte Fibroblasten, also Körperzellen, die Bindegewebe bilden. Auch der Mensch verfügt über Fibroblasten. Bei ihm bewirken sie allerdings keine Wunderheilung, sondern helfen bloß bei der Wundheilung. Eine erstaunliche Überlebensfähigkeit hat auch der Hummer. Anders als wir Menschen wird er im hohen Alter nicht kleiner und schwächer, sondern immer größer und stärker. Wie kann das sein? Für die Insel Helgoland hat der Hummer seit Jahrzehnten eine ganz besondere Bedeutung. Er ist sozusagen das heimliche Wappentier der Insel. Noch heute fahren Helgoländer Hummerfischer raus, um die prächtigen Großkrebse zu fangen. Sven Köhn ist in fünfter Generation Fischer. In den 1930er Jahren haben seine Vorgänger jährlich zehntausende Hummer aus der Nordsee geholt. In den Fanggebieten rund um die Insel soll es gut 1 Million Exemplare gegeben haben. Doch dann ging die Population vor Helgoland drastisch zurück. Hummer war damals hier so ein alltägliches und gewöhnliches Lebensmittel, dass die Helgoländer ihn einfach mit in die Erbsensuppe geworfen haben, statt Würstchen. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Und da ist wieder keiner drin. Nee, da ist keiner drin. Einen mittleren Krebs und einen kleinen. Genau. Für einen Hummerfischer nicht gut, ne? Nee. Der Rückgang der Hummerpopulation hängt mit radikalen Eingriffen in die Natur seit den 1940er Jahren zusammen. Helgoland ist im Zweiten Weltkrieg ein hochgerüsteter Stützpunkt der deutschen Marine. Im Krieg wird die Insel schwer bombardiert. 2 Jahre nach Kriegsende, 1947, wollen die Briten die deutschen Militäranlagen auf Helgoland endgültig zerstören. Mit der größten nicht-nuklearen Sprengung, die je stattgefunden hat. Fast 7000 Tonnen Munition legen die Insel in Trümmer. Diese Sprengungen haben die gesamte Unterwasserwelt, vor allem aber den Lebensraum der Hummer in den Felssockeln, schwer beeinträchtigt. Der Rückgang der Population könnte aber auch durch die jahrzehntelange Belastung der Nordsee durch Industrie und Schifffahrt beeinflusst worden sein. Hummer reagieren sehr empfindlich auf Wasserverschmutzung, also sowas wie Öl- oder Treibstoffrückstände hier im Meer. Warum? Naja, weil dieses Zeug ihr Riechvermögen beeinträchtigt und ihre gute Nase wiederum brauchen Frau und Herr Hummer, damit sie sich unter Wasser treffen und paaren können. Wahrscheinlich war es eine Kombination aus Umweltverschmutzung, Bombardierung und Überfischung, die der Hummerpopulation hier den Rest gegeben hat. Dabei sind die einzelnen Tiere ja eigentlich relativ langlebig. Also so ein Hummer kann viele Jahrzehnte alt werden. Und das Interessante daran, Hummer werden zwar alt, aber sie altern nicht. Für die Entschlüsselung biologischer Alterungsprozesse ein spannendes Forschungsgebiet. Ich bin unterwegs zur Helgoländer Hummer-Aufzuchtstation Refauna. Wir Menschen erneuern ungefähr 1-mal im Monat unsere komplette Haut, und zwar ein Leben lang. Nur leider werden wir dadurch nicht jünger und schöner und gesünder, sondern älter und faltiger. Bei Hummern ist das genau umgekehrt. Nach jeder Häutung sind sie größer, stärker und fruchtbarer. Wie machen die das bloß? In der Aufzuchtstation wachsen tausende kleine Hummer heran. Wenn sie etwa 5 cm groß sind, werden sie in die Nordsee entlassen, um dort alt und stark zu werden. Die besondere Lebenskraft der Hummer hat laut Forschern mit Bestandteilen von Chromosomen zu tun, die auch wir Menschen haben, die bei Hummern aber anders funktionieren. Ich versuche gerade, mir hier aus ein paar Tankschläuchen das Modell eines Chromosoms zu basteln. Das hier
soll ein X-förmiges Chromosom sein. Und auf den Spitzen von diesem Chromosom, da sitzen so komische Schutzkappen. Die nennt man Telomere. Das Problem mit diesen Telomeren, bei jeder Zellteilung werden sie ein Stück kürzer. Keine gute Sache. Nach ungefähr 50 Zellteilungen sind die nämlich so kurz, dass die Zellen sich überhaupt nicht mehr teilen können. Dann ist Schluss. Die vergreisen und sterben und wir irgendwann mit ihnen. Bei Hummern ist das aber anders. Die haben auch diese Telomere, aber die produzieren ständig in optimaler Menge das Enzym Telomerase. Und das sorgt dafür, dass diese Enden, diese Telomere, immer gleich lang bleiben. Also können sich die Zellen teilen und erneuern und erneuern und erneuern und immer weiter erneuern. Diese Form der Zellteilung hilft, die Lebenserwartung der Hummer zu verlängern. Doch die Natur hat auch diesen erstaunlichen Tieren Grenzen gesetzt. Auch Hummer dürfen nicht ewig leben. Aber wenn Hummer gar nicht altern, woran sterben sie dann? Naja, die Forschung weiß es noch nicht so ganz genau, aber es gibt viele verschiedene Todesursachen. Zum Beispiel wird ja der Panzer im Alter immer seltener gewechselt. Und das heißt, dass Pilze, Bakterien und Viren immer leichteres Spiel haben. Und ein anderes Problem ist, dass der Panzer ja auch immer dicker und fester wird. Und deshalb dauert die Häutung auch immer länger. Hier, bei diesem kleinen Kerl, das ist übrigens einer von denen, die bald ausgewildert werden, dauert so eine Häutung nur ein paar Sekunden oder Minuten. Das ist jedenfalls keine große Sache für ihn. Aber bei so einem dicken Brummer hier dauert das mitunter Stunden, zu lange. Und das führt dazu, dass die Tiere oft während dieses langen Häutungsprozesses einfach ersticken. Sie sterben also während ihrer Wiedergeburt. Auf Helgoland wird das Leben der Hummer nicht nur erforscht. Man versucht auch, den natürlichen Bestand wieder zu erhöhen. In den letzten 20 Jahren wurden hier rund 20.000 Junghummer ausgesetzt. Zum Arterhalt. Hummer sind eben nicht nur eine Delikatesse, sondern vor allem faszinierende Tiere, von denen wir jede Menge lernen können. Über das Altern, über das Meer oder über die Umwelt. Und so ist es ja ganz oft. Wir wissen viel zu wenig darüber, wie die Natur wirklich funktioniert. Die Welt steckt halt immer noch voller Rätsel.